Hallöchen, und da sind wir auch wieder. Ja, bei einer neuen Runde. Und jetzt holen wir uns ja, den der Punkt, nee, der ist ein bisschen schwierig. Theoretisch könnten wir auch hier hinten mal weiter erkunden. Wir könnten aber auch erstmal mit John Marshall weiterreden. Dann holen wir uns erstmal Informationen von Marshall. Wenn wir schon einmal hier sind, da können wir uns auch mal anhören, was Marshall uns zu sagen hat. Hey. Okay, da. Ja, da müssen wir auch noch was machen. Ja. So. Hast du schon das große Schlachthaus gefunden? Die Mutanten umgenietet? Bleib am Leben, in Ordnung? Ich habe mich hier angenommen und dein Zeug gefunden. Sie kommen wieder. Immer. Wie die Schaben. Behalt das Zeug. Ich brauch's nicht. Nur den Fusel. Alles klar. Da haben wir sogar noch eine Mission, sagen wir mal so, erledigt. Bleib am Leben. Genau. Beim Vorbeigehen. Hallo. So, ich bin der neue Barkeeper und... Ja. Es gibt Fusel. Wer will? Wer will? Wer will? Wer will? Willst du? Du siehst so ein bisschen betrübt aus. Willst du Fusel? Ja, du, genau. Na, komm doch mal her. Na, dann nee. Ich wollte mal ein netter Kerl sein, aber nö. So, jetzt runter. Hey Walker, hier unten. Ja. Reden wir. Komm. Ah. Ich bin da. Was gibt's denn? Also, wo liegt das Problem? Gulo ist verschwunden. Oh. Und ohne ihre Infos sind wir aufgeschmissen. Ach ja? Nun, der Scrambler sollte den Sicherheitscheck der Obrigkeit überstehen. Dafür muss er aber auf ihr aktuelles Sicherheitssystem ausgerichtet sein. Sonst klappt es nicht. Gulo sollte nachforschen. Jetzt ist sie weg. Kurz vor deiner Ankunft traf endlich das hier ein. Marsch, Gulo hier. Ich habe einen alten Obrigkeitsbau gefunden. Über den Ablenkdraht sollte ich herausfinden können, was für ein Sicherheitssystem die Obrigkeit nutzt. Aber es gibt Probleme, Marsch. Die Hügel sind voller Immortal Shrouded auf der Suche nach Tech und Kills. Ich bleibe in Deckung und halte Ausschau. Ein schrecklicher Spion! Schnappt sie! Bringt sie zur Stiernackenfestung! Marsch! Jorendeck! Sie haben mich! Marsch! Die Immortal Shrouded sind kranke Bastarde. Die foltern aus Spaß. Wir brauchen die Koordinaten zu diesem Obrigkeitsbau. Und es wäre besser, wenn meine beste Spionin nicht stirbt. Von wegen Immortal. Die werden schon noch sterben. Ich hol sie da raus. Viel Glück, Ranger. Bring den kleinen Fuselschwamm lebend zurück, ja? Alles klar. Dann wissen wir eigentlich, was wir als nächstes zu machen haben. So, wenn gerade eben bei mir die Planung noch ein bisschen anders lag. Bleib wachsam da draußen. Aber ich denke mal, eine Rettung wird vorgehen. Da muss ich jetzt nur erstmal gucken auf der Karte, wo wir da hin müssen. So, da waren wir. Das Signal. Wo ist der kleine Fuselschwamm? Bodenstation. Berühmtheit. Okay. Wir machen hier hin. Ihre Systeme. Und auf dem Weg dorthin, da können wir vielleicht noch einmal einen kurzen Abzweig machen. Oh, die Kleine muss gerettet werden. Auch wenn sie ein kleiner Alkoholiker-Junkie ist, aber... Naja. Marsch, verwandeln. Und das ist schon Grund genug. Viel Glück da draußen.
Nee, dafür habe ich jetzt gerade keine Zeit. Ich wollte nur mal gerade gucken, welche Ortschaft das war. Und ich weiß, dass, dass die dort ein bisschen länger dauert. Deswegen. Aktivierungssysteme. Nein. Ding böse. Hier ist wieder so ein Banditenunterschlupf. Das holen wir uns auch. Das holen wir uns aber. Auf jeden Fall. Leite Standby-Modus ein. Kiste, öffne dich. Alles klar. Alle Goons eliminiert. Und nochmal 3 Punkte bekommen. So, wie viele... 2 Datenpots und eine Kiste noch. Wer kämpft schon... Okay. Wer kämpft schon fair? Was geht, Duca? Willst du etwas Dampf ablassen? Raktak hat mir einen Tipp gegeben, wo wir hingehen können. Direkt am großen Riss. Lass uns ein paar Fressen einschlagen. Sie haben gesagt, ich soll meinen Schläger nicht in den Ring mitnehmen. Aber wenn ich es trotzdem mache... Wird mich bestimmt keiner aufhalten. Lass uns heute Abend hingehen. Alles klar, Herr Kommissar. Die Leute haben Aggressionsprobleme. Oh ja, Kiste. Jetzt fehlt uns nur so ein Datenträger. Batterien. Munition. Dynamit. Ja. Dynamit und mir geht's schon wieder besser. Das Problem ist, ja, für das andere habe ich keine Zeit gehabt, aber jetzt hier einen Datenträger zu suchen, dafür habe ich Zeit. Die arme Kleine wartet nur auf unsere Hilfe. So ganz ohne Alkohol. Wie lange wird sie da wohl überleben können? Die Datenpots, die sind echt ein bisschen fies manchmal. Es kann aber auch sein, dass er weiter unten liegt. Warte, ich bin schon irgendwo vorbeigerannt.
Für die Dinger kriegt man auch Einträge. Das ist ein bisschen blöd. Da sollten sie lieber gleich sofort angezeigt werden. Ja, mit der Zeit vergesse ich das hundertprozentig, dass wir dann noch solche Einträge haben. Am Anfang hier. Okay. Fantastische Funde 5. Viele ältere Leser werden sich an eine Zeit erinnern, in der nicht so viele von uns lesen konnten. Wie schön für uns, dass der renommierte Verlag Squishy Press aus der Asche der Obrigkeitskriege aufgestiegen ist. Ich glaube, ich habe eine Sammlung von Squishy-Erstauflagen gefunden, da draußen in einem Banditenlager. Ich muss meinen guten Diener Piegen anspornen, sonst werden wir noch erwischt, wenn die Banditen zurückkehren. Aber diese Wilden haben wirklich ein gutes Auge, das muss man ihnen lassen. Wo die harten Kerle wohnen, letzte Fahrt zur Hölle und Richies riskante Romanzen. Ich kann es kaum erwarten, es zu lesen. So, unser Auto. Uiuiui, hier geht's runter, hier geht's runter, hier geht's runter. Egal. So, damit haben wir nochmal eine. Wo, wo, wo? Ich stehe jetzt gerade so gut. Komm da runter. Schade. Wir standen gerade eben so gut, um das mal ordentlich zu sehen, wie der Meteor runterkommt. Und nichts da. Nähere mich der Stiernackenfestung. Gut. Gulo trägt ein Locus-Gerät bei sich. Technologie für Informanten. Es gibt ein Signal ab, das du auf dieser Frequenz empfangen kannst. Echt raffiniert. Ziel erreicht. Komm bald wieder, Walker. Ich will da nie. So. Also mit dem Panzern hatte ich jetzt gerade eben gar nicht gerechnet. Das Signal wird schwächer. Wo ist denn das? Cool, neues Fahrzeug. Cool ist es mir. Interessant hier. Auf jeden Fall werden wir das mitnehmen. Leute, alle auf den Eingang! Nochmal gepanzert. Klasse. Überhaupt noch?
Oh. Oh Gott. Lieber nee. Ich habe das Gefühl, ich sollte in so eine Festung nicht Hals über Kopf reinrennen. Weißt du, was dort noch alles drinne herumoxidiert? Mein Auto. Oh, nochmal coole Motorräder. Wingsticks. Nochmal so ein cooles Auto. So, ich bin der Meinung, wir sollten immer aufs Dach steigen. Wenn es geht. Geht's schon mal hier rein? Schade. Ist da noch einer? Ist da noch einer rumgelaufen? Nee? Okay, dann rein. Jo. Verdammt. Ist hier irgendwo eine Truhe, eine Kiste? Irgendwas? Ja, das ist doch. 1 von 7. 7? Oh Mann. Das wird wieder so eine Suchaktion werden, ja. 1 von 7. Okay, hier ist schon mal nichts drin. Oben drauf. Ging es hier noch irgendwo rein? Nee. Na komm. Das war eine Runde nix. Oh wei. Ich wollte gerade sagen, immer schön auf den Kopf. Oh, ich habe direkt vor mir ein rotes Fass gehabt. Das ist nicht so schön. Immer wenn direkt rote Fässer vor einem sind, das sind keine guten Positionen. Oder neben einem.
Tarnkappe? Oh, aktiviert den Hund. Alles klar. Ich bin weg. Sprengen die sich ja selbst in die Luft? Oh, hinter mir ist einer. Alter, das sind ja zähe Hunde. Die wollen meine Haut anziehen? Das ist widerlich. Stinkt. Die wollen sie nicht. Die will ich nicht mal selber haben. Schön, dass ich mitten beim Kämpfen auch mal auf die Idee komme. So, das ist ja auch richtig Blödsinn. Die jagen die Schüsse wie an Stäben ab. Tun die auch die Wingsticks ab? So, einer weg. Tief durchatmen und da läuft noch einer rum. Der ist auch weg. Müsst ja bald nur der Große übrig bleiben, oder? Nee, der Große ist wirklich schon Geschichte schon längst. Nee, da hüpft irgendwo da hinten rum. Ach, da oben hüpft er. Oh. Ein Verhörraum. So, Geschichte. Entschuldigung, wenn es zu laut war. Puff. Hat ein bisschen Überspannung bekommen. Ich hab verloren. Nein, ich kann nicht verlieren. Ich kann nicht mehr verlieren. Puh, kaputt. So, sind hier noch mehr rosane Kisten gewesen. Das Interessante ist jetzt, hier könnten jetzt überall rosane Kisten versteckt sein.
Manche Ecken sind hier auch so finster. Egal. So. Interessant. War interessant. Okay, ist ein und dasselbe. Sind ein und dieselben Sätze immer wieder? Zahl, Zero. Stand da. Natürlich nur mit mehreren Reihenfolgen. Könnte ein verschlüsseltes Bild gewesen sein oder eine Command-Zeile. Okay. Das war interessant. So, jetzt gehen wir erstmal in den Folterraum, den wir gesehen haben. Bevor wir mit dem Aufzug nach oben fahren. Oder nach unten. Nach unten. Gehen wir trotzdem erstmal hier hoch. Wie gesagt, hier wurde definitiv gefoltert. Hier ist nichts. Hier oben drauf ist auch nichts. Okay. Also dieser Doppelsprung ist echt gut. Dann fahren wir mal nach unten. Oder doch nach oben. Ich hab gedacht, es geht jetzt nach unten. Okay, geht's nach oben. Oh oh. Gulo. Tot. Aber das Signal ist noch aktiv. Sie muss den Locus verschluckt haben. Ich muss ehrlich sagen, ich habe so meine Zweifel, dass wir jetzt bei der in die Innere reingreifen sollten. Mir persönlich gefällt das überhaupt nicht. Aber naja, wir haben schon überall woanders in andere Löcher unsere Hand reingesteckt. Das wird jetzt eklig. Tut mir leid, Lulu. Das wird jetzt etwas eklig. Rest in peace, Lulu. Die Shrouded haben mich. Konnte nicht abhauen. Bin eingesperrt, während ich das hier aufnehme. Wir sehen uns wohl nicht wieder. Thomas, der einzig redliche Typ, den ich kannte. Die Koordinaten zum Obrigkeitsbau sind auf dem Locus. Ich werde das Teil jetzt runterschlucken, wie du gesagt hast. Hoffentlich schützen sie mich nicht auf. Du wirst mich über das Signal finden. Adios, mein Freund. Marshall, schlechte Nachrichten. Gulo, sie ist tot. Verflucht. Ich werde sie vermissen. Adios, alte Freundin. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Dafür gab sie ihr Leben. Der Locus. Die Koordinaten zum Obrigkeitsbau befinden sich darauf. Dann los. Bring in Erfahrung, was für ein Sicherheitssystem sie nutzen. Bin unterwegs. Wo? Wenigstens wird ihr Tun nicht umsonst gewesen sein. Das kannst du laut sagen. Sie wird in diesem Kampf bei uns sein. Das wäre eine perfekte Höhe, um das mal auszutesten. Ob man mit dem Double Jump so ein Sprung aus der Höhe überlebt.
So wie es aussieht, muss ich es wohl auch. Sehen Sie, was mir gerade eben nur wieder sauer aufstößt, ist, wir haben hier noch die letzte Truhe nicht gefunden. Deswegen wird das immer noch als rosa angezeigt. Weil uns noch eine einzige Truhe fehlt. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo ich suchen soll. Finster hier drinne. Ist wohl hier vorne doch noch irgendwo eine Truhe versteckt oder wie? Da ist er doch. Immer die offensichtlichsten Truhen. So, aber ich reise natürlich mit Stil. Und zwar mit dem Auto hier. Die Motorräder. Also ein Motorrad kann ich mir auch dann später holen. Ich nehme den erstmal mit. Hallo, wieder durch. Danke. Also wie gesagt, die Waffe ist nicht gerade der Bringer. Schade, dass wir sie nicht retten konnten. Das macht mich betroffen. Und traurig. Ja, und die Zeit ist auch schon wieder vorbei. Wir haben auf allerlei, auf jederlei Hinsicht. Auf jederlei Hinsicht? Ja. Auf jederlei Hinsicht habe ich total versagt. Wir sind über die Zeit drüber. Wir haben Galo nie gerettet. Diese Ballons sind mir wichtig. Also diese Ballons, die fliegen hier auch zuhauf rum oder öfters mal rum, sagen wir es mal so. Die haben immer so Kisten unten dran. Je nachdem, was da drin ist, bekommt man halt eben diese Sache. In der Hinsicht waren jetzt hier Monster Bash Münzen drin. Ihr kennt auch Monster Bash aus dem ersten Teil. Aber Monster Bash werden wir noch früh genug kennenlernen. Wieder. Das Auto ist echt furchtbar. Der ist nicht schnell. Hat keine richtige Wucht hinter seinen Schüssen. Also. Ja, nee, wenn ich jetzt mit dem Gegner nicht antreten würde. Viel Glück da draußen. Jo, alles klar. Und wir haben noch ein Fahrzeug abgeliefert. Gucken wir uns jetzt mal an. So, und dann kann man nämlich hier, wenn man die Fahrzeuge abgeliefert hat, hier halt eben wieder rufen und fahren. Das ist hier dieser Monster-Truck, den man halt eben beim Vorbesteller mit drinne hat. Ich weiß nicht, ob der auch sonst an sich so mit drinne wäre im Spiel.
müsste aber gerade eben macht bei mir, also die Aufnahme macht gerade das, was sie will. Okay, das ist auch. Hallo? Spiel? Okay. So. Ne, und das soll jetzt eigentlich auch erstmal für. Was ist jetzt gerade hier los? Egal. Das soll es jetzt erstmal für diese Folge gewesen sein. Wir werden in der nächsten Folge noch mit Marshall reden, denn. Sag ich jetzt mal, diesen Code abgeben. Die Frequenz, Speichercode etc. Aber das werden wir alles in Zukunft sehen. Bis dahin macht's gut und ciao, bis zum nächsten Mal.